Hallo, herzlich willkommen zu meinem kleinen Tech-Vlog. Ich bin Bernkra und ich wollte nur kurz einen Erfahrungsbericht machen, wie es mir jetzt mit meinem iPhone 13 Pro geht. Also, ich habe das iPhone 13 Pro mir vor circa einem Jahr gekauft. Im Dezember, also jetzt 13 Monate iPhone 13 Pro. Vor jetzt ein paar Monate das iPhone XS und nein, XR. Das iPhone XR hatte ich davor ein paar Monate. Dafür habe ich halt einen reinen Android-User mit meinem Samsung S9 Plus. Was auch gut war, aber was ich dann langsam ersetzen musste, weil ich gerne ein Handy habe mit den neuesten Software-Updates und mit Sicherheitsupdates. Weil ich mein Handy halt auch Banking mache und so weiter und so bezahle und da will ich halt ein Handy haben, was immer aktuell ist. Und es ist, da habe ich mir dann mich entschieden für ein iPhone, weil halt die Software-Updates bei den iPhones nochmal länger sind. Du länger Sicherheitsupdates bekommst als bei den Android-Geräten. Und halt ist auch für die Social-Media-Produktion und fürs Machen von Social-Media-Fotos iPhones grundsätzlich besser funktionieren. Ja, fotografieren sind die Pixel super, aber wenn es um Film und Foto geht, sind die iPhones immer noch ungeschlagen vom Hardware, was die Qualität angeht. Und ja, also ich habe jetzt das iPhone 13 Pro. Ich benutze jetzt halt, ja. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Die Kamera ist super. Also wirklich sehr gut. Also es ist mittlerweile beeindruckend, was man am iPhone so rausbekommt. Speicher, mehr mache ich langsam voll. Vor allem halt 4K-Recording in ProRAW. Es frisst schon Daten. Akku-Entwicklung habe ich auch halbwegs in Ordnung. Also ich bin auf, lass mich nicht lügen. Ich bin irgendwie auf 88%, das heißt, das ist für ein Jahr relativ normal. Vor allem, dass ich mein Handy halt sehr stark nutze. Vor allem halt auch mein Hotspotting und so weiter. Ich sehr viel Hotspot, da ich jedes Mal, wenn ich unterwegs bin und mit meinem MacBook unterwegs bin, ich jedes Mal einfach nur mein Handy als Hotspot benutze und mich in kein WLAN mehr einwähle. Und so, ich habe einen unbegrenzten Handyvertrag. Zum Foto machen, die Softwareentwicklung von iOS gefällt mir immer noch besser als die bei Android. Android hat auch seine Vorteile, aber die gehen schon langsam weg, vor allem jetzt auch, dass du halt jetzt auch die Apps dann bald auf dem iPhone sideloaden kannst und wenn die Widgets noch ein bisschen besser werden. Also Android hat nicht mehr die Vorteile, die es früher hatte, weil alle Top-Smartphones eh gleich sind und ja. Natürlich, ein faltbares Handy wäre schön, aber ich habe lieber die bessere Kamera und die bessere Software-Integration. Was mich ein bisschen stört, ist halt, ein allgemeines iOS-Swing, ist auch bei den anderen Android-Handys, dass ich halt zum Beispiel so wie mein Handy nicht limitieren kann auf 80% Ladung oder sowas. Merkoptionen wären schön, aber es wäre dann eher was das iOS-Update. Und sonst noch, ja, die Leistung ist super vom Handy. Auch, dass ich mittlerweile auch am Handy schneiden kann, das ist ganz krass. Aber ich schneide lieber am Computer, weil es doch flexibler ist. Und Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. ja. Natürlich ist jetzt dann. Also das nächste Handy, was ich wahrscheinlich holen werde, wird wieder ein iPhone sein, das ich jetzt doch gerne bei den iPhones bleiben hätte, weil ich mir jetzt wahrscheinlich auch eine Apple Watch holen. Ich habe jetzt noch eine Huawei Watch 2, eine Android Smartwatch, aber meine nächste Smartwatch wird dann wahrscheinlich eine Apple Watch werden. Und ja, wenn ich dann meine Apple Watch hole, dann bin ich so, dann bleibe ich auch wahrscheinlich beim iPhone, für mein iPhone sehr zufrieden. Ich mal schauen, wirklich lange ich jetzt das iPhone benutze,
Ich habe 5 Jahre Software-Updates, also das kann ich, vielleicht hole ich mir inzwischen einen neuen Akku. Oder ich hole mir halt entweder das iPhone 15 oder 16 oder 17 halt dann in ein paar Jahren. Aber es ist halt auch die Software-Integration zwischen meinem Mac-Laptop und dem Handy ist halt super. Das Hin- und Herkopieren von Daten, dass ich die ganzen Continuous-Kamera ist sehr cool. Das Hotspotting, das direkte, dass ich auf die Daten zugreifen kann, dass ich auch halt so wie Unterschriften mache, am Handy zeichnen kann und dann die direkt rüberziehen kann. Dass ich auch Anrufe reinbekomme und meine Nachrichten alles am Laptop habe, ist ja schon cool. So, das war mein kurzes Update-Video. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich habe einen Minecraft-Gaming-Kanal. Und ja, ich melde mich dann in einem halben Jahr wieder. Und schau, ob das mir noch immer gefällt.